Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School werde ich euch zeigen, wie man rückwärts bremst. Ich habe einige Anfragen dazu bekommen. Das Vorwärtsbremsen habe ich schon in zwei Videos ausführlich erklärt. Jetzt machen wir das Rückwärtsbremsen und es ist ganz ehrlich nicht viel anders wie das Vorwärtsbremsen. Allerdings, klar, dabei rückwärtslaufen davor etwas schwieriger. Viele Spieler tun sich schwer damit und ich zeige euch, wie man Schritt für Schritt das dann lernt. So, kommen wir zum ganz basic Rückwärtsbremse. Zwar nicht eishockeyspezifisch, nicht der schnellste, aber wahrscheinlich der erste Variante, die ich jemand beibringen würde, der noch nie rückwärts gebremst hat. Und das ist tatsächlich den Rückwärts-Schneepflug. Von daher, fangen wir an. Ich laufe rückwärts und ich drehe meine beiden Füße nach außen und so kann ich bremsen. Wie beim Vorwärtsbremse, ich bremse mit meiner mittleren bis vorderen Kufe, auf gar keinen Fall mit meiner Ferse. Ich will es nicht einmal wagen zu probieren, mit meiner Ferse zu bremsen. Ich würde mich auf jeden Fall hinschmeißen. Also Füße gehen nach außen, Gewicht ein bisschen nach vorne verlagern, weil du willst danach sowieso wahrscheinlich in der andere Richtung gehen. Also lehn dich leicht nach vorne, die Beine gehen leicht nach hinten, Gewicht auf der Vorderfuß und ich zeige es euch noch ein paar Mal. Die Füße können reinkommen, die können ein bisschen breiter sein, also es ist relativ egal, ob man so bremst, Füße eng oder Füße breiter bremst. Beides geht. Denkt daran, lehnt euch dabei ein bisschen in die andere Richtung und geht auf dem Vorderfuß. So, wir können das weiterentwickeln, genauso wie eine Vorwärtsbremse, indem wir das nicht mit beiden Füßen machen, sondern mit nur einem Fuß. Wird dann so ausschauen. Ich mache quasi einen T. Das eine Bein gleitet, der andere Bein geht hinter mir und ich bremse mit einem Fuß, genauso wie beim Vorwärtsbremsen, so wie einen halben Schneepflug in diesem Fall. Das wäre der nächste Schritt, ist noch keine echte Rückwärts-Hockeybremse. Nachteil ist, es dauert ein bisschen länger, mit zwei Füßen zu bremsen, ist immer schneller als mit einem Fuß. Man kommt nicht ganz so schnell in der andere Richtung, aber das wäre der nächste Schritt. Und ein Vorteil davon, das wäre was für ein ganz anderes Video, aber ein Vorteil davon ist, man muss nicht zwingend so bremsen, sondern könnte man einen ganz schnellen sogenannten Transition machen. Wir wollen nicht immer bremsen. Manchmal wollen wir schnell in eine andere Richtung oder eine schnelle Kurve fahren. Da ist Bremsen nicht so vom Vorteil, weil wir verlieren unsere komplette Geschwindigkeit. Also wenn ich das mit einem Bein mache, dann kann ich eine Kurve fahren, wenn ich es richtig mache. Wie gesagt, Thema für ein anderes Video, werde ich sicherlich Transitions in der nächsten Saison machen. Und jetzt kommen wir zum vollen Kannen rückwärts Hockey Stop. Das ist die schnellste Variante und die Variante, die euch ermöglicht, so schnell wie möglich in die andere Richtung zu gehen. Ich zeige euch mal und dann erkläre ich es. Was ich mache, ich komme erstmal ein bisschen hoch mit dem Körper. Ich möchte Gewicht ablassen. Warum will ich Gewicht ablassen? Weil ich möchte so leicht wie möglich meine Fersen drehen. Weil wieder hier bremse ich auf der vordere Fuß. Wenn mein Gewicht die ganze Zeit hier hinten ins Eis ist, denkt daran, wenn wir rückwärts laufen, müssen wir eigentlich uns mehr nach hinten sitzen. Nur für Bremse ist es nicht so vom Vorteil. Das heißt, bevor ich in der Bremse gehe, gehe ich leicht hoch und dann wieder runter. Aber das ist nicht hoch und dann umknicken, das wäre das. Der Oberkörper
Bleib stabil. Mein Hinterfuß kommt hinter mir. Mein Vorderfuß dreht sich rein und geht wieder hier auf der Außenkante. Das ist das Schwierigste für die meisten Leute. Braucht einfach ein bisschen Übung. Ich zeige euch, wie es ausschaut in der anderen Richtung. Und wieder hier, genauso wie beim Vorwärtsbremse, ich finde, das ist für mich am leichtesten, wenn ich meinem vorderen Bein in dem Fall leicht hebe, nicht so hoch, aber leicht hebe und dann abbremse. Ich mache es einmal von hinten, wir werden euch dann gleich andere Views zeigen und Slow Motion, damit ihr alles schön richtig sehen könnt. Vorderes Bein hebt sich. Und einen weiteren Punkt, das vordere Bein ist ein bisschen versetzt vom hinteren Bein. Also beide Beine sind nicht völlig nebeneinander, sondern mein vorderes Bein ist leicht nach vorne. Die Bremsbeine sind versetzt. Also nochmal. Laufen, Gewicht ablassen, nach vorne. Gewicht ablassen. Nach vorne. Einmal noch schnell. Und so bremst man rückwärts mit beiden Beinen. Schnellste Variante. Einziger Nachteil ist, sehr seltene Fälle, Spiel endet sich ganz schnell und ich habe so gebremst, Spiel ist drüben. Dann habe ich Probleme. Deswegen ist es auch wichtig zu lernen, wie man das mit einem Bein macht, weil da habe ich trotzdem mein komplettes Gewicht zum Spielfeld und kann leichter in beide Richtungen fahren, als wenn ich eine komplette seitlich Bremse gemacht habe. Und jetzt zeige ich euch, wie das ausschaut aus unterschiedlichen Perspektiven in Slow Motion, damit ihr seht, wie eure Kufen arbeiten müssen, um das auch richtig hinzubekommen. So, das war's für den Rückwärtsbremse bei Marcel's Hockey School. Denkt daran, wenn du es zum allerersten Mal lernst, dann versuch nicht gleich in den Rückwärts-Hockey-Stab zu gehen, sondern versuch wirklich den Schneeflug. Das ist total okay für den Anfang. Und desto wohler du dich auf deinen Kanten fühlst, desto mehr kannst du ins einbeinige Schneeflug reingehen, beziehungsweise dann
in den doppelten beinigen rückwärts Hockey Stop reingehen. Ich glaube, Leute, wenn ich das Video released habe, ist es gewesen für mein ODR. Ich habe riesen Spaß drauf gehabt. Ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr auch noch bauen kann. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat, dass ihr auch Spaß diesen Winter hattet auf eurer Eisfläche im Garten oder auf dem Weiher, wenn es ging. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.